Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Mit dem Schmiddy. Hallo. Wir cruisen ein bisschen durch die Stadt. Oh. Was will denn eigentlich immer? Also bloß. Die Karte lesen. Ach so. Na gut, sowas mache ich ja nicht, deswegen weiß ich ja nie, was lang geht. Man kann auch drumherum fahren, ne? Um die Fußgänger. Echt? Mhm. Welche Fußgänger? Oh, hier ist nochmal ein Cracker Café. Das ist ein Cracker Café. Das ist ein Ort zum Bücherlesen, findest du nicht. Da hast du recht. Was soll ich dazu sagen? Ja. Oh, 19% Sprit? Naja, wird schon passen. Nach Hause kommen wir so nicht. Wahrscheinlich nicht. Muss man nochmal was abschrauben. Das schreit mir einer hinterher. Da halte ich doch nicht an. Nach das ist ja natürlich jetzt keine Kohle dabei, ne? Aber gut, wir können ja trotzdem mal gucken, ob er gerade was hat. Bisschen was hatte ich, so 500, aber was Geiles kann man damit nicht kaufen. Ja, vielleicht hat er noch irgendwas zum. Moment, ich zeige ihm mal meinen brennenden Hammer hier dem Onkel. Kann zwar nicht laufen, aber ich kann hauen. Ja. Was haben wir jetzt gesucht? Blasebalg eventuell, ne? Ja, Blasebalg könnte man nehmen. Immer noch, naja, Säure brauchen wir jetzt nicht mehr so dringend wahrscheinlich. Geschmiedeter Stahl kannst du kaufen, 150 pro Barren. Ist ganz schön teuer. Ja, hat ja keine Konkurrenz groß, ne? Oh, er kommt tatsächlich hier rein, du. Ja, reinkommen sie. Dreier Magnum kannst du für 10 abkaufen. Fahrzeug, Reversetank, Waffentaschenlampen, Mod, naja. Nix Dolles? Nichts, das, was ich jetzt auf Ani wüsste, was wir brauchen können, aber vielleicht hast du ja noch was, was du sagst, jo. Oh, ich guck. Nein. Oh, scheiße. Ich hab jetzt auch nicht im Motorrad geguckt, ob wir was zum Verkaufen dabei hätten. Ich hab noch den, die schrofelnden Endenschnabel-Mod, die kann ich ihm dann aufs Auge drücken. Stahlknüppelteile. Die kann er haben, ne? Ja, und die kann er ruhig haben. Die willst du nicht, aber die bringen auch nichts. Munition kaufen brauchen wir wohl nicht, ne? Wenn wir in Geld schwimmen würden, ja, aber so haben wir noch nicht genug dabei. Magazinvergrößerungsmod. Ist jetzt nicht ganz so schlecht. Hat er davon zwei oder nur eine? Eine wahrscheinlich, ne? Maschinengewehrteile. Ja. Nur eine, ja. Maschinengewehrteile wären interessant für deine M60, ja. Nur leider kein. Ging jetzt mit keine Kohle hier genug. Wann macht der neue? Neue Teile? Tag wiederfüllen 22. Dann müssten wir morgen nochmal herkommen, sonst. Ja, wahrscheinlich beim anderen Händler auch nochmal. Und lass uns die zwei Droppies holen. Ja, holen wir zwei Loot Drops ab und machen uns langsam wieder drum. Hi Mount. Guck mal, kannst du auch noch ein Haus nehmen, die sind auch im Bau. Vielleicht willst du dann hier einziehen oder so. Ah, ja, tatsächlich. Hier, das hier würde ich nehmen. An der Straße direkt, ein bisschen schnell. Hm? Oh, hier, guck mal, das ist die ganze Baugegend. Oh ja. Ich würde das hier hinten, glaube ich, nehmen. Guck mal, wie sie hier rumjumpen. Hier ist auch schon eins fertig, kannst du auch schon angucken, wie es aussieht. Naja. Garage. Nein, Smitty, Hilfe! Ah. Zwei Geier. Und ein Bär links. Oh. Nichts hier weg. Oh, hier ist ein. Oh, hier ist ein Graben. Scheiße, die Geier sind immer noch mehr dran. Oh mein Gott, ich werde sterben. Komm her, ja. Holen wir sie weg. Ich glaube, ich hab's abgehängt. Einer war da gerade noch, aber der hat wohl keinen Bock mehr.
Beim Motorrad geht das tatsächlich, ich kann es abhängen. Ein Ackerbaupaket 03 und Verbandskasten 2 Stück. Naja, dann passt ja, dass ich ihn aufgemacht habe. Das stimmt. Ackerbaupaket öffnen. Ein Super-Mais-Samen. Oh. Bin mal gespannt, ey. Oh, scheiße. Hopfen und einmal Mais, eine Kürbissamen. Okay. Bin gespannt, was uns der Super-Mais-Samen für... Vorsicht. Was hab ich denn getan, Katze? Er hat auf dich geschossen. Steckt ganz schön was ein, die alte Schnalle. Hey, wollte ich auch gerade. Oh, so. Nächster Loot Drop. Achso, Kätzchen abbauen. Ja, dachte ich. Vielleicht müssen wir das Fleisch noch haben. Oh, ich hab Hunger. Ich muss mal was essen. Na klar, das ist die Zeit. Ist nicht kalt. Andere Leute haben auch keinen Hunger. Mach dir warme Gedanken. Mal die Schraube hier kurz. So. Eine Sekunde. Die Schraube da noch. Du bist hungrig. Auch noch. Alles. Hungrig, ich friere. Ich brauche eine Knochen, bin nass, bin überladen. Jetzt habe ich auch noch Durst bekommen. Das wird wohl mit mir enden hier irgendwo im Schnee. Das Heidelbeeren? Kann sein. Oder was erschießt du denn da alles? Jetzt mal die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Aber ich bin da. Jo, Heidelbeeren, einfach mal so in der Wildnis. Okay. Oh, ein Fernkampf-Mods-Paket. Bin mal gespannt. Jo, ich kann es direkt mal öffnen. Schrotflinten-Magazin-Vergrößerungs-Mod. Schalldämpfer-Mod für dich. Eine Laserzielhilfe-Mod. Für dich. Wolltest du nicht so eine Laser ziehen? Ich möchte ein Reflexvisier haben, kein Laser. Okay. Oh, Schalldämpfer-Mod könnte ich dir mal, habe ich ja schon. Ich dir mal einen überlassen, wenn du möchtest. Aber mach's nicht auf dem Magnum, bitte. Nein. MP5 ist schon ganz gut drauf. Ja. So, dann ja, zurück zum Händler, ne? Auf nach Hause. Jo, Aufgabe noch abgeben. Ja. Auf Vorbereitung. Achso, ja, und ein bisschen Benzin besorgen noch, ne? Ich bin wieder bei 50%, hat jetzt 3 Autos. Ah, okay. Ja, und dann müssen wir eigentlich schon wieder Ressourcen farmen, ne? Ja, nach dem Blue Moon müssen wir schon wieder loslegen und, ja, eigentlich... Oh, scheiße, was ist denn hier? Ein bisschen Metall bräuchten wir wahrscheinlich vorher sogar schon. Oh Gott, ich komme gar nicht hoch. Komme niemals mehr raus. Metallblock an der Straße sehe, dann... Klopfst du drauf rum? Klopfe ich gleich mal ein bisschen drauf rum, dass ich schon mal ein bisschen was mitbringe. Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns zu Hause. Tag 21. Wir machen noch eine kleine Mission. Machen wir noch? Keine Magnum-Mission dabei, aber ist auch nicht so schlimm. Ich habe genug anderes Kram dabei. Das reicht. Mega gut. Dann werden wir noch ein bisschen Metallknüppeln fahren. Wir brauchen noch ein bisschen was. Oh, und du musst die beiden Blöcke dann nachher nochmal aufwerten. Bisschen. Ist das? Ja, doch, ein bisschen sehe ich's, aber nicht. Kannst mal hier auf das Ding hier leuchten? Sieht man das? Also ich sehe das nicht. Nee. Mach mal dein Licht aus. Ja. Nein, das ist Nachladen. Flashlight, ja, so. Ah, jetzt sehe ich es tatsächlich. Ja, doch. Der Leuchter. Hauptsache, leuchtet es mir nicht ins Auge. Doch, wir rennen dir das Auge raus. Was ist das mal hier? Wo geht's lang? Oh nein. Weiß ich nicht.
Du bist ausnahmsweise immer, der den Weg anzeigt. Das macht mir ein bisschen Angst, aber... Aber gut, ich will's kaum... Ich mag's kaum sagen. Aber? Wir sind da. Hier waren wir noch nie. Was ist denn das für ein Gebäude? Das weiß ich nicht. Das wird bestimmt Überraschung für uns. Ja, komm. Also ich brauche noch eine Mission, damit ich mit dem Smitty endlich mal wieder gleich ziehe. All dieweil, der immer einen vor ist mit den, ich weiß gar nicht, was gab es denn jetzt? Einen neuen Händler bei dir oder wie? Ich glaube, wir können den nächsten Händler suchen, ja. Okay. Was ist denn mit der? Stinkt doch. Deswegen habe jetzt ich nur die Mission aktiviert und wir fliegen hier mal schnell einmal durch. Loot kann man immer hier brauchen. Hallo, jemand zu Hause? Scheinbar ja. Da. Alle tot. Na ja, gut. Oh, Bauplan für Eisenvorschlagkammer. Okay, ich hätte lieber Stahl. Heinunband 2. Schweizer Knie? Was? Durchlöchere mit diesem fortgeschrittenen Trick die Knie deiner Gegner wie Schweizer Käse. Okay. Ist jetzt nicht besonders geil. Aha. Warum kommen seine Freunde wieder, seine beiden? Ja, ja. Ich meine, wer weiß, was uns hier gleich in der nächsten Tür erwartet. Ja, eben drum. Was sagst du hier bloß? Hier ist wieder Hund. Hund, Katze, Maus. Bist du da? Ich sterbe gleich wieder. Oh Gott. Ruhig. Ganz ruhig. Einfach komplett ausrasten. Ich bin ängstlich. Ich habe den ganzen Boden kaputt geschossen. Ist immer kaputt. Ich meine, oh, dann hast du zum ersten Mal kaputt geschossen. Ja. Hoppala, das war nicht so gut. Naja, du machst das schon. Oh, was ist das hier? Weiß nicht, was ist denn das? Hier, guck mal, wie schön ich das hier gemacht habe. Hast du in der Küche schon alles weggelootet? Ach, in der Küche war ich jetzt nicht. Ach so. Das war dir wieder zu ätzend. Ich komme sofort. Hast du die Triche am Start? Nee, ne? Ja. Hab ich. Wie viele? Genug? Ja. Okay. Ich möchte das nicht kommentiert haben. Bitte. Ich komme nochmal. Ich schaffe das bestimmt auch noch ein zweites Mal. Baust du das Ding jetzt schon kaputt? Du bummelst ja. Ich hau mit. Wie ist denn hier? Ich dachte mir, bis du hier bist, hab ich das Ding auch geknüppelt. Ich bin doch schon da, ich knüppel doch. Ich knüppel doch den Weltmeister. Oh, ich hab's geschafft, Gott sei Dank. Hm? Oh, gut, dass ich's aufgemacht habe. Warum? Trommelmagazin-Mod. Oh, nice. Müsstest du die haben? Hast du dir gewünscht? So. Hab ich mir gewünscht, aber müsstest du sie haben? Ich wäre gar nicht so. Oh. Dann kriege ich eigentlich mal eine Schrotflinte. Ach so, ja, die hätte ich... Oh, scheiße. Das habe ich vergessen. Ich glaube, die hätte ich schon bauen können. Ach, dafür war auch Stahl eigentlich. Was ist das für ein... Was, wo ist denn hier der Hund? Von draußen. Hä?
Okay. Bin leider nicht in der Lage, diese Leiter runterzuklettern. Jetzt geht's. Lohnt sich natürlich auch nicht schlecht, ne? Also ganz so schlimm ist es nicht. Nee. Bist du schnell durch und dieser Hund, der macht mich auch. Hier drin sind wir sicher. Oh, ich glaube schon, ne? Ich weiß nicht, warum die ganzen Leichen hier drin liegen, aber. Ja. Oh, nee. Lass mal alles aufknüppeln. Knacke, erschießt du alles, was hier reinkommt? Naja. Ich kann draußen nochmal looten. Ja. Zeit, während du knackst. Oh, ein AK Stufe 1. Naja. Naja. Ich will nicht beschweren, aber ich kann Stufe 5 bauen. Hab ich. Aber es lohnt sich. Da guck mal rein. Nimm schon mal die Magnum-Munition. Die nehme ich schon mal raus, weil ich keinen dabei habe. Ja, gar nicht so. Naja. Stahlwerkzeuge? Ist das eine Spitzhacke oder was? Das ist ja Stahlwerkzeuge, Spitzhacke. Okay. Die müsste ich dann lernen, weil ich kann ja besser. Ja, ich dachte, du nimmst das jetzt mit. Ich nehme es jetzt erstmal mit, ja? Ja, ja. Okay. Ich bin schon wieder relativ voll, deswegen habe ich es dir gelassen. Okay. Oh, Bauplan Chemiestation. Oh. Können wir ja verkaufen. Ja. Ich habe natürlich nichts zu essen mitgenommen. Doch, ich habe ein altes Sandwich, komm her. So, bist du weit? Ja. Oh, jetzt geht das wieder los. Ich habe schon gedrückt vor einer halben Stunde. Es muss an einem Gebäude liegen. Ich sehe gar nichts. Drück nochmal. Ich kann ihn hier, jetzt ist... Kann ihn nach. Jetzt los. Komm mal, von hinten. Und dann hilft nur eins. Das war beim letzten Mal genauso, oder? Ja, ja, da war's auch ganz komisch. Wir waren einfach schon zu oft hier. Ich glaube auch. Ready? Ja. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Im Haus dann irgendwo. Bin voll. Kannst du denn noch die Vitamine mitnehmen? Stimmt. Das ist so bescheuert. Aua. Oh. Oh, der hat ganz schön Schaden gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn er dir in den Rücken beißt. Das Summen von diesem Container, ne? Von den Fliegen. Ja. Oh nein, ich lass das Fleisch gerade fallen. Ich heb das Fleisch auf. Oh. Ich komm mal. Alter, was schälst du da alles raus aus dem Ding? Aha. Hinter dich noch einmal, ja. Gott sei Dank ein Pinsel. Gott sei Dank.
Hier ist noch was drin in der Tonne. Ja. Juckt der Nase. Bis jetzt kann ich noch alles mitnehmen. Medizinschrank. Ja, da ist auch noch was für dich drin. Und hier Müll haben wir auch noch. Ich kann nichts damit nehmen. Oh, jetzt bin ich auch voll. Wollen wir den scheiß Pinsel weg? Zweimal Holz. Ja, 4 Federn kannst du behalten. Alles klar. Gebe ich das mal schnell ab hier, das Ganze. Jo. Damit ich hier mal eine fette Belohnung nochmal einkassieren kann. Ja, dann lass uns dann gleich Metall noch ein bisschen holen. Jo. Wollen wir die Tour zum Händler noch machen? Weil außer Metall, mehr brauchen wir ja nicht. Eigentlich nicht. Ein bisschen Munition erstellen, dort hoffentlich jetzt auch nicht ewig. Könnten wir machen, ja. Die Mission habe ich noch nicht angenommen. Ah, nee, ich habe noch eine andere Mission offen. Geht gar nicht. Ah, okay. Nimm du auch ruhig einen anderen. Sind wir da wenigstens auf einem Punkt wieder. Oder Machete oder Erste-Hilfe-Verband, ey. Will er mich verarschen? 5 Erste-Hilfe-Verbände brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht, oder? Nimm mal die Machete. Immerhin 700. Ja. Oh ja, jetzt kriege ich hier auch ein 4x4-Teile-Paket. Was waren damit überhaupt nochmal? Damit habe ich ein paar 4 Teile fürs Auto bekommen. 4 Reifen, ich glaube einmal ein Teil, was wir noch brauchen und so. Es war gar nicht so verkehrt tatsächlich. Also, ich kriege Nahkampfmods, ich kriege Fernkampfmods, 4x4 Teile, Militärrüstung und Klingenfallenpaket. Ich würde es nochmal wagen, dieses 4x4 Paket zu nehmen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir fast das Auto schon daraus geschustert. Die Frage ist, kriegen wir genau die gleichen Teile? Ja, das wird eine Überraschung sein. Nimm es einfach, wage es einfach. Ja, komm, wir probieren es aus. Also, kann ich auch nochmal irgendwelche besonderen Aufträge? Hast du die Handelsroute nicht angenommen? Nee, noch nicht, weil du ja noch hinterhergehinkt hast. Ich bin nicht wieder schuld. Ja, wer sonst? Das nehme ich jetzt auch nochmal irgendeine ranzige Aufgabe, oder was? Ja, ich habe eine in 2,2 Kilometer in südwestliche Richtung, falls es jetzt nichts in der Nähe gibt, so als Info. Würde ich 2-1 Westen nehmen. Was Dichteres gibt's nicht. Can you do me a favor? Skyscraper 02. Oh, mal was anderes wenigstens. Tatsächlich, aber die scheinen auch relativ... Na, ist egal. Aber was Neues zu sehen kriegen, ist doch gut. Definitiv. Obwohl Skyscraper hört sich ja schon wieder ziemlich fett an. Dann. Wahrscheinlich. Ja. Also Metall, ne? Ich habe keine Ahnung mehr, wo das hier ist. Ja, such mal ein bisschen hier einfach. Ich fahre in meiner Mine. Oder du kommst mit zur Mine. Was ist los? Ein Sprit. Ja, nee. Vorwärts fahren bringt nichts. Die Mine ist hier. So, jetzt die Frage, ob ich woanders ein bisschen klopfe oder aber beide Metall in der Mine klopfen. Wir können ja alles abklopfen noch für ein paar Stündchen. Ja, stimmt. Ein paar Stündchen. Na, hier ist ja immer die Mine. Erst ein bisschen mein Inventar leer machen, damit ich auch alles aufsammeln kann. Jo. Achso, das 4x4 Teile Paket könnten wir jetzt nochmal aufmachen vielleicht. Ja, mach das mal auf. Ja, 4 Reifen, Motor und eine Batterie. Naja, Motor immerhin. 4 Reifen, sind wir 8 Reifen. Naja, da haben wir beide, können wir beide auch ein Auto bauen vielleicht. Irgendwann mal. Ja, vielleicht kriegen wir mal 2 Autos. Ich weiß nicht, was wir Neues brauchen. Oh, ist ja eh dann der Automensch. Ja. Irgendwann mal. Steht jetzt nicht. 2 Rohdiamanten. Verkaufen bestimmt, oder? Na, ich glaube, mit denen könnte man auch was machen. Warum habe ich denn eigentlich eine Jeans in der Tasche? Weiß ich nicht, ich habe Hunger. Hast du was zu essen, ey, ne? Ich habe, rohes Fleisch oder Tierfett kann ich dir anbieten. Oder Gammelfleisch. Nimm ich Gammelfleisch. Meinst du? Nein. na gut. Dann, hinab in die Mine. Was haben wir hier, das Kohle? Wo bist du denn? Ja, da ist Kohle, Blei und ich weiß, Nitrat, glaube ich, kommt da hinten noch ein bisschen zum Vorschein. Ne, Nitrat war hier, da hinten ist, glaube ich, Kohle. Die Abteilung ist Kohle und Blei, hier ist Nitrat und Eisen.
Ah, hier nehmen wir ein bisschen Stein mit. Hier gibt es noch Stein. Steine gibt es ja, weil wir sind ja unter der Erde. Was würde ich bloß ohne dich machen, Speedy? Ich wäre so aufgeschmissen. Das ist mir durchaus bewusst. Oh, jetzt bin ich aber ja auch schon Kohle. Ja, das verteilt sich hier alles ordentlich. Ey, was ist denn hier? Kohle wollte ich jetzt nicht mitnehmen, aber nee, jetzt habe ich auch Steine. Ich kann das gar nicht unterscheiden, ich bin Fisch. Was ist denn das hier? Auch Steine, das sind nur Steine. Ja, da wo du klopfst, ist kein Wunder, ne? Das hier. Das ist Blei. Ja, ja, jetzt hab ich's gesehen. Ich wollte erstmal ein bisschen Platz machen, dass ich anständig drankomme. Achso, das kann ich durchaus verstehen. Wir klopfen erstmal ein Weilchen. Ich befürchte, das stürzt sowieso gleich über uns zusammen irgendwann. Ja, mit Pech sterben wir halt, ne? Ja. Risiko als Bergbauarbeiter. Ja, da lebt man halt gefährlich. Ja, 2000 habe ich ja schon mal wieder an Eisen, also. Also ein kleines Hackpäuschen hier und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Gewehr gefällt mir. Ja, wo ist denn unsere Base? Die ist weg. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Bin ich aber froh. Eddie? Was los? Probleme. Was für Probleme? Bin schon wieder in ein Loch gefahren. Warum? Wenn ich das mal wüsste, ich komme nie wieder raus. Das Motorrad ist auch voll. Und der Loot Drop. Yep. Nein, 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 nein. Komm schon. Geiler Typ. Kommst du hier raus, oder? Das darfst du gar nicht zeigen. Ach Gott. Ich komme mal lieber schnell nach Hause. In welchem Loch warst du? In so einer Kanalisation, ne? Musste mich ein bisschen rausgraben. Und schon ging's. Ich ja gern gesehen. Ja, glaube ich dir. Hast du Chrysanthemen weggeschmissen? Niemals. Okay. Dann bin ich ja beruhigt. Nach John. Hast du schon der glückliche Sammlerband 5? Bring ich dir mal die Willkommenskiste rein. Ja, da habe ich dir auch den Plan von der Spitzhacke reingelegt. Wenn du willst, kannst du den mal lesen. Hab ich. Ah, ne, hab ich noch nicht. Dann nehme ich sehr gerne. Ich hab dir deine violetten Cowboy-Stiefel mal bei dir in deine persönliche Kiste gelegt, ne? Ich sollte meine Kiste mal abschließen. Ja, ist richtig. Ups, das sind sie wohl zerlegt, die Armen. Oh nein. Ja, falsche Knopf gedrückt. Oh. Ja, das ist ärgerlich. Ich sag's dir, schon ein bisschen. Philipp, nimmt er meine Geschenke nicht an? Halt auch nicht übertreiben. Mit dem, was du mir schenkst. Du darfst auch ruhig mal selber was gönnen. Ah, okay. Ne? Kann das gar nicht immer alles annehmen. Aber Knochen müssen wir uns ja auch nicht beschweren, ne? Nee, geht eigentlich. Ups, oh shit. Ich mach da mal Wasserweg. Ich nehme ein bisschen Messing. Aus fehlen 100 Nitrat. Hättest du nicht nochmal 100 Nitrat mehr bauen können? Nee. Wofür denn? Entschuldigung. Dann hätte ich leider noch einen Schießpulverstapel machen können. Weil fehlen 800 halt. Sehr ärgerlich.
Bei Kohle hätten wir nicht. Ja, nicht so dramatisch. Also die Magnum haut jetzt noch mehr rein, ne? Ich hab da noch die lange Laufen mal drauf geknallt. Okay. Jetzt hat sie einen Schaden von 121. Ja, die Magnum ist schon eklig. So. Lass mal richtig satt essen. Oh scheiße, jetzt habe ich es übertrieben. Naja. Aber satt essen muss ich mich auch noch. Aber die Waffen sind alles zur Hälfte runter, die lohnt sich noch gar nicht zu reparieren, ey. Nee. Und dann machen wir mal machen. Bei mir eigentlich auch nichts. Was ich jetzt groß. Also vielleicht die Spitzhacke oder so. Nee, das passt alles noch. Nee, nee, ich hab, ja, 6 Stück habe ich drin, das heißt, ich kann alle Waffen einmal reparieren auf jeden Fall und einer zweimal. Verschrofelte benutze ich ja eh nicht, also hoffentlich nicht. Ja. Achso, apropos. Schrotflinte. Ach, Schrotflinte, ja, sollte ich dir bauen. Ich glaube, da fehlt jetzt immer noch Stahl. 55 sind fertig, habe ich gesehen. 55 drin, okay. Ja, ich gebe alles. Pumpgun. Ja, reicht. Achso, 15 Schrotflintenteile, 9 ja. Klebeband. Ich zerlege mal meine Schrotflinte dafür. Okay. 9 Klebeband. 9 Klebeband ist halt. Alter, Knochen haben wir ja. Ja. Viele Tiere hast du denn getötet? Etliche. Ja, gut. Ich meine, die haben. So, muss ja erstmal hier gebingen Kleber. Mach jetzt gleich mal hier richtig an auf dicke Hose mit dem Kleber. 62 Stück. Solange du die Schmelze nicht brauchst hier. Gerade? Nö, gerade brauche ich nichts weiter. Achso, da läuft ja noch 17 Minuten, was scheiße. Naja, 17 Minuten geht doch. Achso, das kannst du ja vorher nicht bauen, ne? Ja. Das ist die Chemieband, meinst du, ne? Mhm. Ja gut, dann müssen wir 17 Minuten warten. Haben ja. Jetzt keine Wahl. Okay. Ich werf's trotzdem schon mal an. Ja. Ja, ist das so? Leg das erstmal hier wieder rein. So, ich nehme schon mal Medizin. Ich hab Wasser. Waffen habe ich ja 3 Stück. Das sollte ja eh reichen. Habe ich noch 4? Ne, 4 Waffen habe ich nicht. Ja, aber ich kann. Ja. Schon mal die Geschütze jetzt endlich voll bestücken. Hast du dein Motorrad schon hochgeholt? Nee, ich habe mein Motorrad schon vorgeholt. Du kannst alles dicht machen. Noch ein paar Minen, 10 Minen haben wir noch, die verteile ich mal ein bisschen. Ja. So gerne tun. Hast du noch ein bisschen Betonmischung gerade da, um das Ding zu dingsen? Aber. Kannst du was, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. Ich glaube, wir haben keine Beton. Ah, 4 Stück. Na, das reicht nicht, das reicht nicht. Da muss ich noch ein bisschen Betonmischung anschmeißen. Uff, was habe ich denn jetzt gemacht? Scheiße. Betonmischung brauche ich. Oh ja, da kann ich welche anschmeißen. So. Dauert ein paar Minütchen. Ja, dann macht ja nichts. So, ich mach von vorne, ne, ein paar Minen. Da wird wohl eh wieder das meiste kommen, denke ich. Lass uns überraschen, aber ja. Hauptsache, ich laufe jetzt nicht über meine eigene Mine. Das wäre äußerst unglücklich. Du kennst es, kennst mich doch. Da hast du recht. So, dann werde ich hier vorne vor der Bude jetzt mal alles dicht spiken. Bis hier die Zombies direkt sagen, nee, bei der Scheiße habe ich keinen Bock. Warte noch, ich muss noch rein. Ach so. Aufgewertet sind sie. Ah, perfekt. Dann darfst du anfangen.
Bitte gehen Sie mir mit der Nagelpistole vom Gesicht. Mach mal jetzt hier keinen Käse. Mach keinen Käse. Ich bin mit der Nagelpistole weggegangen, wie du es wolltest. Ich laufe hier auf dem Nagelbrett rum quasi. Wenn ich hier ins Straucheln gerate, dann sterbe ich in meinen eigenen Zweig. So. Das sollte reichen. Ein paar Minen, paar Spikes. Jetzt können wir nicht mehr raus. Ja, müssen wir hier bleiben. Wahrscheinlich kommt kein einziger Zombie jetzt zur Haupttür gelaufen und alle, ja. Wir kommen nicht mehr raus. Nie wieder. Naja, rauskommen wir aber rein, nie wieder. So, jetzt. Lade ich hier das Ding erstmal voll. Nein, hier komme ich natürlich nicht dran, weil da eine Mauer hier ist. Muss ich mal ganz ehrlich leider... Wanderhorde. Nein! Na ja gut, die Bade ist ja lächerlich. Ich komme da jetzt von hier nicht mehr dran, so eine Scheiße. Und ich hab die falschen abgerissen. Upsala. Was ist das? Hab ich wohl gehört. Also ist er, so geht's doch. Ich muss so. Naja. So, und jetzt würde ich da gerne noch. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt nicht mehr dran komme, das wäre doof. So. Schütze stehen auch. Da kann man was anbrennen. Glaube ich. Weiß nicht, ob du jetzt da nochmal einen Block hinsetzen willst, vielleicht. Aber wir müssen ja vielleicht auch nochmal nachladen, ne? Das wäre ja. Ja, nö, dann lass mal den da weg. Ja. So, 87 Schuss hätte ich noch. Oh, ich habe die Stacheldrahtzone nicht gesetzt. Ist egal, haben wir fürs nächste Mal schon mal was. Gut. Dann würde ich sagen, einfach nur noch abwarten, oder? Jetzt heißt es abwarten. Alles klar. Dann sehen wir uns zum Blutmond wieder. Ich ziehe mich nochmal hübsch an oder lade mir nochmal den. Wir laden uns nochmal das Inventar voll mit irgendwelchen Dingen. Am besten Munition oder so? Hauptsächlich Munition, ja. Und dann geht's gleich rund. Diesmal haben wir ein bisschen mehr als letztes Mal. Ja. Das sollte auf jeden Fall reichen, auch wenn ein paar mehr Zombies kommen werden wahrscheinlich. Ja, aber das wird wahrscheinlich gerade so reichen, nehme ich an, aber ja. Musst du einfach lernen, besser zu treffen. Ja, genau. Hast du jetzt dann Zeit zu zielen? Beim nächsten Mal mache ich die Munition knapper. Da kommen noch mehr Zombies. Dann musst du besser schießen. So schlecht bin ich gar nicht. Nimm die Waffe aus meinem Gesicht. Ja, mach ich. Okay. Nicht auf mich schießen, bitte. Nicht auf mich. Ach so. Ah, okay. Na dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns auf den Blutmond. Macht's gut. Bis denn. Tschüss. Ciao.